Ja, neben mir steht jetzt der ehemalige Chef der Weißeritztal Erlebnis GmbH, Klaus Kaiser. Auch ich muss mich ein bisschen umgewöhnen, denn heute, am 6. Januar, ist es so ein bisschen offiziell. Sie haben sich heute von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einem kleinen Essen verabschiedet. Wie ist denn so die Gefühlslage, Herr Kaiser? Sind Sie froh, ein bisschen kürzer treten zu dürfen? Naja gut, es ist schon ein schwieriger Tag, wenn man sagt, jetzt endet mein Berufsleben. Und ich sage mal, man verlässt das immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das lachende Auge ist, dass man wirklich sein Leben Revue passieren lassen kann und sagt, man, was man erreicht hat. Und das weinende Auge ist, dass einem wirklich die Mitarbeiter, die Menschen, mit denen man zusammengearbeitet hat, einfach dann fehlen. Sie haben ja auch, Sie werden ja nicht sich ganz verabschieden, Sie bleiben ja so ein bisschen im Hintergrund als helfende oder beratende Hand für die neue Chefin erhalten. Was sind denn so die Ziele, die Sie jetzt so noch im Kopf haben? Na gut, erstmal werde ich die neue Geschäftsführerin einarbeiten für 3 Monate und dann stehe ich ihr zur Verfügung bei der Organisation von Events und das hängt natürlich dann von ihren Vorstellungen ab. Ich muss ja auch dann, sag mal, loslassen können und dann ihren Weg einfach begleiten und sie dort unterstützen, was sie vorhat. Wenn Sie jetzt Ihre Arbeitsjahre hier in Dippoldiswalde mal ganz kurz runterbrechen würden auf 2 Sätze, was haben Sie geschafft? Eine wunderschöne Zeit mit wunderbaren Menschen und ich denke in einer wunderbaren Region. Und mit wunderbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn die müssen ja auch zur Seite stehen. Ne? Ja, na, selbstverständlich, das meinte ich jetzt mit wunderbaren Menschen. Also die Mitarbeiter sind die entscheidende Basis, dass man das erreichen konnte, was wir hier erreicht haben. Und das letzte Jahr jetzt, 2019, war unser bisher bestes Jahr und ich verlasse sozusagen die WDE und habe erreicht, dass hier die Talsperre Malder wieder den Namen hat, den sie auch verdient. Wir würden uns jetzt gerne noch weiter unterhalten, aber ich habe jetzt eine Idee. Ich würde gerne Sie und auch die neue Chefin Marlene Alexander zum Talk im Autohaus einladen wollen. Da haben wir eine halbe Stunde Zeit, ein bisschen rückblicken zu können, vielleicht auch ein paar schöne Filmausschnitte zu sehen aus Ihrer vergangenen Dienstzeit. Würden Sie kommen? Gern. Und ich werde Frau Alexander natürlich mitbringen. Okay, dann freuen Sie sich, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, auf einen Talk im Autohaus. Und zwar Mitte Januar wird dieser dann erscheinen mit Klaus Kaiser und Marlene Alexander von der Weißeritztal Erlebnis GmbH.